Oh nein, verdammt nochmal, ich habe eine Zwischenprüfung in der generalistischen Pflegeausbildung. Was soll ich verdammt nochmal tun? Ja, ich werde es dir im Anschluss erklären. Mein Name ist Patrick Kallert und ich bin Lehrer für Gesundheitsfachberufe. Ja, es steht eine Zwischenprüfung an. Kann man sie vermeiden? Nein. Denn laut dem Pflegeberufegesetz der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung im Paragraph 7 ist bundesweit eine Zwischenprüfung geplant. Somit lässt sich diese nicht vermeiden. Ja, so ist das halt nun mal. Ne? Aber diese Zwischenprüfung ist in den Ländern, in den einzelnen Bundesländern sehr unterschiedlich geregelt. Eins ist aber in allen Bundesländern gleich. Nach circa 2 Drittel der Ausbildung steht eine Zwischenprüfung an. Das bedeutet, in der Mitte oder zum Ende des zweiten Ausbildungsjahres wird eine Zwischenprüfung fällig. Ja, wozu soll denn diese Zwischenprüfung eigentlich dienen? Die Zwischenprüfung dient letztendlich dazu, einmal sich selber überprüfen zu können, wie man so die ersten 1,5 bis 2 Ausbildungsjahre erlebt hat und wie man so mitgekommen ist. Es soll eine Reflexion für den Auszubildenden darstellen, wie bin ich so mitgekommen während der gesamten Ausbildungszeit und habe ich mein Lernpensum erfolgreich erreicht, ist das Lernziel auch soweit vermittelt. Ja, man kann sagen, es soll eine Evaluation sein. Was hat bis dato stattgefunden? Konnte ich das soweit alles begreifen und umsetzen? Was erwartet mich denn eigentlich in der Zwischenprüfung? Ja, und hier ist das vom Bundesland zu Bundesland verschieden. Also in Bayern zum Beispiel habe ich jetzt gelesen, wird eine praktische Zwischenprüfung umgesetzt. Das heißt, sie werden hier auch in der praktischen Ausbildung am Bewohner, Patienten, also Pflegeempfänger, eine Prüfung ablegen und diese Patientengruppe versorgen. Dann kann eine Klausur stattfinden. Das ist auch unterschiedlich geregelt, also eine Aufsichtsarbeit auch genannt, zum Beispiel 3 Stück in unterschiedlichen Versorgungsbereichen, das heißt ambulante Pflege, Akutkrankenhaus und stationäre Langzeitpflege. Und eine mündliche Prüfung. Auch diese kann abgelegt werden. Das ist immer schulintern und länderspezifisch sehr unterschiedlich, wie viele Prüfungen und was konkret eigentlich da letztendlich geprüft wird. Ich kann hier bei uns an der Schule sagen, wir machen eine Klausur, eine Aufsichtsarbeit, die geschrieben wird in Niedersachsen, und wir machen eine mündliche Überprüfung. Kann ich denn durchfallen? Also die Zwischenprüfung sollte mit der Note ausreichend bestanden sein. Hat dieses Nichtbestehen, also wenn ich mit der Note 5 oder 6 rausgehe, Konsequenzen für meine weitere Ausbildung? Nein, hat sie nicht. Es gibt keine Konsequenzen, wenn die Note schlechter ist als 4. Insofern hat das schon eine Konsequenz. Ich sollte mein Lernverhalten nochmal evaluieren und sollte dann auch mit den Lehrern mal ins Gespräch gehen. Was kann ich für mich tun, um diese Ausbildung zu verbessern und einen Erfolg der Ausbildung entsprechend auch umzusetzen? Ja, in Bayern zum Beispiel habe ich gelesen, das fand ich auch ganz spannend, findet hinterher ein Beratungsgespräch statt, wenn die Note schlechter als 4 ist. Und hier werden dann Maßnahmen gemeinsam mit dem Auszubildenden geplant, wie die Ausbildung noch erfolgreich fortgesetzt werden kann und auch gegebenenfalls vielleicht auch beendet werden kann. Also bei uns hier an der Schule in Niedersachsen machen wir eh regelhaft Lernstandsgespräche. Hier lädt denn der Praxislehrer, das heißt, wir haben unsere Schüler aufgeteilt und begleiten den Auszubildenden 3 Jahre von der ersten Praxisbegleitung bis hin zum Examen, praktischen Examen. Somit stellen wir eine Bindung her und eben halt eine gemeinsame Zusammenarbeit her, können als Lehrkräfte auch erkennen, ob ein Auszubildender sich entwickelt, wo er sich positiv entwickelt und wo er noch Unterstützungsbedarf hat. Wir machen regelhaft Lernstandsgespräche, wo immer wieder evaluiert wird und geguckt wird, wie ist der aktuelle Lernstand. Kann man natürlich nach der Zwischenprüfung auch machen, dass man da entsprechend das nochmal reflektiert, wie der aktuelle Lernstand denn eigentlich ist.
Was ich auch spannend finde, Auszubildende, die gefördert werden durch das Arbeitsamt in Niedersachsen, da gab es schon bei mir öfters mal Anrufe, hat XY die Zwischenprüfung erfolgreich absolviert? Dann frage ich immer, was heißt denn für Sie erfolgreich? Ja, mit der Note ausreichend die Zwischenprüfung bestanden. Ein Bestehen der Zwischenprüfung gibt es nicht, habe ich erklärt. Dann wurde mir aber vom Arbeitsamt mitgeteilt, die Teilnehmerin oder der Teilnehmer ist gefördert und dementsprechend gibt es eine Bonuszahlung. Da kann man nur sagen, ja, selbstverständlich kann man bestehen oder nicht bestehen. Ja, die Bonuszahlung, also die Bonuszahlung erfolgt nur dann durch das Arbeitsamt, wenn die Note mindestens ausreichend ist und abgeschlossen wurde. Ja, möchtest du noch mehr wissen zum Thema Zwischenprüfung? Dann würde ich dir sehr dringend empfehlen, einmal dich zu erkundigen bei dir an der Schule, was für eine Zwischenprüfung findet dort eigentlich statt und in welchem Rahmen findet die statt? Sind es Klausuren zu schreiben? Ist es eine mündliche Prüfung, die umzusetzen ist? Und wird sogar eine praktische Prüfung im Einsatz denn erwartet? Das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Was aber vorgegeben ist, wie am Anfang auch schon mitgeteilt, nach dem Pflegeberufegesetz, Ausbildungs- und Prüfungsverordnung, Paragraph 7, ist ja immer alles so mit Paragraphen festgelegt, steht drin, dass eben halt nach 2/3 der Ausbildung eine Zwischenprüfung umgesetzt werden muss. Ja, ich hoffe, dass ich mit diesem Video und so ein bisschen auch die Angst nehmen kann. Also die Angst vor, wenn ich versage, dann darf ich meine Ausbildung nicht fortsetzen. Wenn ich schlechter als ausreichend bin, bin ich durchgefallen. Es sind dann Konsequenzen angedacht. Nee, diese Konsequenzen gibt es so nicht, sondern die Zwischenprüfung dient ausschließlich nur dazu, zu überprüfen, inwieweit konnte ich meine Kompetenzen in der Pflegeausbildung entwickeln und wo stehe ich gerade. So, und wenn diese Zwischenprüfung eine endgültige Prüfung gewesen wäre, nach 3 Jahren Ausbildung, wie wäre die möglicherweise gelaufen? Und dann sagt mir die Zwischenprüfung, ich muss mich ordentlich hinsetzen und noch viel lernen. Zum Thema Lernen leicht gemacht, habe ich auch ein Video schon gemacht. Musst du mal schauen, wo du es findest. Oder ich verlinke es da oben noch einmal. Ja, ansonsten, ich wünsche viel Erfolg für die Ausbildung und viel Erfolg für die Zwischenprüfung und gutes Gelingen. Bis dann und tschüss.